Ich hab dir nichts zu sagen? Was soll das heißen? Ich hab dir nichts zu sagen. Es heißt, was es heißt. In welcher Sprache soll ich es übersetzen? Ich will, dass die Messwerte bis morgen alle überprüft sind. Wenn du das unbedingt willst, dann mach's doch selber. Hm? Er wird lästig. Kannst du dich ein bisschen an die Leine nehmen? Oder ein kleiner Maulkorb wäre auch nicht schlecht. Tatsache ist, dass er nur meinen Auftrag weiterleitet, Erwin. Ich will, dass die Werte bis morgen überprüft sind. Da fehlt mir aber noch ein kleines Wort. Bitte. Ich habe sonst nichts zu tun. Danke. Bis morgen dann. Tommy! Grüß deine Frau von mir. Er ist einfach unerträglich. Das kann so nicht weitergehen. Es geht schon. Er braucht nur seinen Freiraum und den kann man ihm lassen. Der Mann ist ein Ekel. Ein fähiges Ekel. Ich denke, dass wir auf ihn verzichten können. Und ich denke, dass es dir nicht schadet, ein wenig mehr Gelassenheit zu lernen. Ich verstehe gar nicht, warum man überhaupt eine eigene Abteilung hat. Man muss die ganze Struktur ändern. Man kann seinen Bereich ohne weiteres zusammenlegen mit Thomas. Es ist ein Gewinn für uns alle, dass du jetzt zur Familie gehörst. Dr. Eike. Aber noch leite ich die Firma. Wiederschauen. Wiederschauen. Ihr seid wieder ganz schön spät dran. Na, Lilly. Tu nicht gerade so, als ob du es nicht gewohnt bist. Ja, aber heute hättet ihr wirklich ein bisschen früher nach Hause kommen können. Wir haben Besuch. Oder besser gesagt, du hast Besuch. Wer ist es denn? Das wirst du nie erraten. Ja, sonst sagst du mir doch gleich. Deine Schwester. Christine? Was für schöne Stücke. Nymphenburger? Ja. Interessieren Sie sich für Porzellan? Nein, aber ich habe ein Gespür für schöne Dinge. Na, Schatz. Na, guten Tag. Angenehm. Es freut mich. Christine. Thomas. Gut siehst du aus. Naja, ein bisschen blass vielleicht. Das macht die Wiedersehensfreude. Wie lange habt ihr euch denn nicht gesehen? 11 Jahre. Da hole ich doch mal eine Flasche Wein. Aber eine von den besseren. Ich nehme an, Sie bleiben zum Essen. Lieben gern. Ich kümmere mich drum. Er möchte mit mir allein sein. Das sehe ich ihm an. Was für nette Leute. So ein schönes Haus. Großer Garten. Toll. Ja, was willst du? Geld? Ich will das Gleiche wie du. Ein eigenes Dach über dem Kopf. Was glaubst du, was heutzutage eine Wohnung kostet? Selbst wenn es nur 2, 3 Zimmer sind, das ist eine Schande. Ja, du red nicht dummer rum. Wie viel? 100.000. Was? Das wird dir nicht wehtun. Christine, das ist ausgeschlossen. Denk mal nicht dran, was es dich kostet. Denk lieber dran, was es dir erspart. Die wissen davon nichts, oder? Was glaubst du, was passiert, wenn ich den Mund aufmache? Du gib mir etwas Zeit. Hm? Nun aber rein mit euch. Eine Woche. Es fehlt dir noch, dass einer unserer Gäste sich erkältet. Also komm. Na, Schenk. Haben Sie mich erschreckt? Können Sie mich anklopfen? Sie sind ja noch da. Ja, ich bin noch da. Ja, aber ich muss jetzt abschließen. Okay. Und? Ja, ich kann nicht abschließen, wenn Sie noch da sind. Dann lassen Sie es eben bleiben. Zieh nachher die Tür ins Schloss. Keine Angst. Der Chef weiß Bescheid. Das habe ich aber nicht schriftlich. Mhm. Sie können ihn ja anrufen. Schauen Sie, Herr Schrenk. Ja, das könnte ich. Mhm. Wenn ich mir schon ein leeres Hirn anschauen muss, ist mir das hier wesentlich lieber. Ach, das ist aber wunderbar. Sagt immer, was eine Hausfrau wirklich kann, das zeigt sich, wenn unerwartet Gäste kommen. Freut mich, dass wir Ihren Erwartungen entsprechen. Ja?
Aber das geht in Ordnung, Herr Schrenk. Dr. Drescher kann bleiben, solange er will. Na, ja, Sie können heimgehen, ja. Ja, danke. Tut mir leid. Das ist der Fluch, wenn man eine Firma hat. Ja, ich glaube, ich habe jetzt lang genug gestört. Ich wollte ja nur sicher gehen, dass es meinem Brüderchen gut geht. Sehen wir uns dann noch mal wieder, bevor Sie zurückfliegen nach, Sydney. Sydney. Tja, je nachdem. Ich habe wenig Zeit und viel zu tun. Aber es war schön, euch alle kennengelernt zu haben. Ihr müsst mich unbedingt besuchen kommen. In Australien. Es ist so schön, dass es dir gut geht. Du hast ein schönes Leben. Und gar keine Sorgen. Du musst mich unbedingt anrufen. Pension Schreiner. Die Nummer steht im Telefonbuch. Tschüss. Ja. Sie ist bemerkenswert. Eike. Dr. Eike, sagt euch das was? Ja, eine Firma für medizinische Implantate. Klein, aber fein. Langenfelder Straße irgendwo. Hm. Könnte stimmen. Gut, dann mal los. Oh, danke. Warum? Mord. Die Haustür war nur ein Schloss, sie war nicht richtig abgesperrt. Und man kann ja für nichts garantieren, wenn nicht richtig abgesperrt ist. Die Welt ist ja ein heißes Pflaster. Ja. Wie heißt der Mann? Dr. Drescher. Wann haben Sie ihn gefunden? Ja, 6.57 Uhr. Was haben Sie dann gemacht? Ja, nichts. Ich habe sofort gemerkt, dass da... Ich meine... ...nichts mehr zu machen ist. Wen haben Sie dann verständigt? 110, sofort. Haben Sie sonst noch jemanden verständigt im Haus? Nein, das war nicht notwendig. Die haben das alle ganz von selbst gemerkt. Um 7 Uhr kommen die ersten Mitarbeiter und unser lieber Herr Schrenk hier war nicht sehr zurückhaltend, als er seine Entdeckung machte. Wer sind Sie? Mein Name ist Gerold Eike, ich leite diese Firma und Erwin Drescher war einer unserer Besten. Saft? Ja, bitte. Oh, der Wein war schwerer, als ich dachte. Mir geht's genauso. Vielleicht liegt's am Wetter. Sag mal, warum ist denn Thomas noch nicht unten? Ich weiß nicht. Ich sehe mal nach ihm. Oh. Sag bloß, dir geht's aber nicht gut. Hm? Lilly? Ja, ich bin's, Lilly. Soll ich den Arzt rufen? Nein, nein, nein. Ich muss mich nur frisch machen. Willst du nicht aufstehen? Ich komme gleich runter. Auf seinem Gebiet der Okularimplantologie war er ein Genie. Er arbeitete für uns an einem Verfahren gegen Netzhautverschleiß. Ja. Er wollte einen Mikrochip entwickeln, der sich auf die Innenseite der Netzhaut implantieren lässt. Grob gesagt, ein Verfahren, mit dem man Blinde sehend machen kann. Wie lange hat Dr. Drescher für Sie gearbeitet? 7 Jahre. Das ist eine lange Zeit, wenn er so ein schwieriger Mensch war. Er konnte es sich leisten, schwierig zu sein. Er wusste, dass wir ihn brauchten. Ja, bitte. Dankeschön. Kommen Sie mal kurz, bitte. Der Ermordete hatte heute Streit mit einem Kollegen, einem Dr. Thomas Jensen. Gut. Wir würden gerne mit einigen von Ihren Mitarbeitern sprechen, angefangen mit einem Dr. Jensen. Thomas? Er war noch gar nicht aufgestanden, als ich wegging. Sie wohnen zusammen? Er ist mein Schwiegersohn, ich sage ihm sofort Bescheid. Nein, nein, danke, das würde ich gerne selber machen. Mein Kollege bleibt bei Ihnen, aber die Adresse könnten Sie mir geben. Bei Weg 12. Haben Sie mittlerweile schon herausgefunden, weshalb die beiden Männer öfter Streit hatten? Nein, nur, dass es grundsätzliche Feindseligkeiten gab. Hane, dieses Haus, da kommt man doch nicht so einfach rein, oder? Sie denken, der Täter hat einen Schlüssel? Ja, oder Drescher hat seinen Mörder selbst hereingelassen, oder der Mörder war bereits hier und hat sich versteckt gehalten, dass ich das noch erleben darf. Doc, Sie sind der Letzte. Ich hatte eine Reifenpanne. Der Mann da drin wurde erdrosselt mit einer Schnur aus Baumwollgewebe, vermutlich mindestens 10 mm stark.
Der Tod trat gestern kurz vor Mitternacht ein. Sonst noch Fragen? Das hätte ich gerne morgen schriftlich. Ja, selbstverständlich. Vorsicht. Ja? Frau Eike? Ja. Kriminalpolizei Siska, mein Kollege Herr Hane. Wenn Sie zu meinem Mann wollen, dann müssen Sie in die Firma gehen. Und da kommen wir gerade. Es gab dort heute Nacht einen Mord. Was? Meine Tochter. Treten Sie bitte näher. Danke. Der Wachmann? Nein. Ein Mitarbeiter, Dr. Drescher. Erwin? Richtig, Dr. Erwin Drescher. Ist er ein Freund des Hauses? Alle Abteilungsleiter sind Freunde des Hauses. Bitte erzählen Sie. Gleich, wir würden zuerst gerne mit Dr. Jensen sprechen. Mein Mann ist auf der Terrasse. Dr. Jensen? Ja? Kriminalpolizei, Siska ist mein Kollege Herr Hane. Was wollen Sie? Warum sind Sie hier? Wir haben ein paar Fragen an Sie. Einen Kollegen betreffend Dr. Drescher. Stimmt, das ist ein Schwein. Was hat er Ihnen denn gesagt? Glauben Sie ihm kein Wort. Er hat uns gar nichts gesagt. Er ist tot. Jetzt würden Sie doch gern Näheres wissen. Ach so. Ja, ja, natürlich möchte ich Näheres wissen. Er wurde ermordet. Entschuldigen Sie mich. Thomas! Er braucht jetzt einen Arzt. Das ist doch offensichtlich, dass es ihm nicht gut geht. Ja, wir haben einen Arzt vor Ort. Hane, lassen Sie mal bitte kommen. Ja. Hat Ihr Mann das öfter? Nein, so kenne ich ihn nicht. Sie wollten erzählen, was vorgefallen ist. Zunächst einmal nur so viel. Herr Dr. Drescher wurde heute Nacht in seinem Büro ermordet. Deshalb habe ich auch ein paar Fragen an Sie. Herr Drescher galt als nicht allzu leicht im Umgang. Können Sie das bestätigen? Ja. Ja? Er ging grundsätzlich davon aus, dass der Rest der Menschheit aus Idioten besteht. Und das ist auf Dauer etwas mühselig. Wir haben in den letzten Jahren den Umgang mit ihm auf das Allernötigste beschränkt. Wann haben Sie ihn denn zum letzten Mal gesehen? Das ist mindestens ein halbes Jahr her. Zur Betriebsfeier. Er saß drei Tische weg von uns. Aber wie gesagt, wir sind ihm aus dem Weg gegangen. Dr. Jensen konnte das nicht. Er musste ja mit ihm arbeiten. Hat er sich gelegentlich über ihn beschwert? Nicht bei uns. Aber vielleicht wollte er uns nicht belasten. Wenn Sie was zum Betriebsklima wissen wollen, dann wenden Sie sich bitte an meinen Mann. Nein, zur Innenarchitektur. Bitte? Ja, der Vorhang hier. Der hat hier eine Schnur und hier auch, aber da ist er abgeschnitten. Kordel, meinen Sie? Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall ist sie hier abgeschnitten. Das ist mir noch gar nicht aufgefallen. Ich finde das sehr auffällig. Wo waren Sie denn letzte Nacht? Die Zukunft meiner Firma mit den Füßen voran. Das ist auch menschlich sehr bedauerlich. Ja, 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 natürlich. Woran hat er denn so spät noch gearbeitet? Nichts Weltbewegendes. Eine Messwertuntersuchung. Reine Routine, aber zeitraubend. Ich wollte das Ergebnis heute früh vorliegen haben. Sagen Sie, hatte er keinen Mantel? Doch, doch, im Schrank. Brieftasche. Ausweis. Suchen Sie was Bestimmtes? Ja, seinen Schlüssel. Habt ihr keinen Schlüssel gefunden? Nein. Der Mann muss doch irgendwo seinen Wohnungsschlüssel haben. Er hatte ein kleines Schlüsseltäschchen, ja. Aus grünem Leder. Ich weiß das so genau, weil wir alle unsere Witze darüber gemacht haben, dass Giftgrün seine Lieblingsfarbe war. Deine Schwester kam gestern Abend zu Besuch, ja? Ja, ganz überraschend. Er hat sie seit Jahren nicht mehr gesehen. Vielleicht hat er deshalb mehr getrunken als sonst, keine Ahnung. Wie heißt sie und wo wohnt sie? Christine Jensen. Sie lebt in Australien. Im Moment wohnt sie in einer kleinen Pension in der Innenstadt. Also ein Schreiner. Und Sie gingen dann alle zur gleichen Zeit schlafen? Ja, so gegen 10:30. Wir waren alle sehr müde. Das Leben geht weiter. Ich habe Termine. Kann ich die wahrnehmen? Ja. Danke. Ich nehme an, Sie schlafen im gleichen Raum wie Ihr Mann. Nein, wir haben getrennte Zimmer. Mein Mann arbeitet manchmal bis spät in die Nacht und möchte mich einfach nicht stören. Ja, Doc. Komm.
Körperlich scheint er mir in ganz guter Verfassung. Aber er ist stark verkatert. Oder er nimmt Drogen. Aber das ist nur eine Möglichkeit. Und die andere? Es liegt eine seelische Störung vor, aber das kann ich nicht beurteilen. Erwin ist tot. Und jetzt wollen Sie wissen, wo ich gestern gewesen bin. Ja. Was wollen Sie von mir hören? Ich kann Ihnen das nicht sagen. Ich weiß nur, dass ich gestern Abend in meinem Bett eingeschlafen bin und heute Morgen auch dort wieder aufgewacht. Das ist alles. Könnten wir bitte einen Blick in Ihr Zimmer werfen? Da vorne links. Danke. Und? Was suchen wir? Drogen, Alkohol? Irgendwas, das sein Verhalten erklärt. Also das hier passt doch schon mal gar nicht. Wieso? Er redet wirr, aber bis auf sein Bett. Das Zimmer ist akribisch aufgeräumt. Das Verhalten passt nicht zur Person. Fünf Personen hatten zwei Flaschen Wein. Davon kann man keinen solchen Kater bekommen. Oder er spielt uns etwas vor. Warum sollte er? Damit macht er sich doch nur verdächtig. Was ist das denn? Das ist ja interessant. Wohin jetzt wieder? Ganz schön weit weg von Ihrem Vorhang. Ja, irgendjemand muss die hierher geworfen haben. Vielleicht aus dem Fenster da? Oder über die Gartenmauer. Ja, eine Schnur aus Baumwollgewebe, 10 mm dick, das sind Ihre Worte. Genau. Ja, Dahlberg. Siska, die Wohnungsschlüssel von Drescher sind in seinem Büro nirgends zu finden. Das gibt mir zu denken. Mir auch. Haben Sie die Adresse? Dachsteinweg 14. Ja. Das habe ich gehört. Ja, wir treffen uns da. Okay. Rufen Sie die Spurensicherung. Die sollen sich hier so ein bisschen umsehen. Hannes, Sie fahren bitte in die Pension Schreiner. Ach, zur Schwester von Jensen. Genau. Unser Glückstag heute. Ein Zweitschlüssel vom Hausmeister. War wohl jemand schneller als wir. Da wollte wohl jemand nicht beim Hausmeister fragen und hat den Wagenheber genommen. Diska, kommen Sie bitte mal. Nicht, was Sie denken. Nun, dann sagen Sie mir doch mal, was ich denken soll. Komm so. Sie nehmen Ihre Termine wahr, ja? Frau Jensen? Ja, bitte? Hane, Kriminalpolizei. Sie sind die Schwester von Thomas Jensen. Hat er mich angezeigt? Der kann was erleben. Er hat Sie nicht angezeigt. Aber fangen wir von vorne an, Ihren Ausweis, bitte. Danke. Sie wohnen in Bielefeld? Ja. Das wundert mich aber. Man hat mir gesagt, Sie leben in Australien. Die Leute müssen sich verhört haben. Wie das? Ich finde nicht, dass sich Australien so ähnlich anhört wie Bielefeld. Na schön. Thomas hat allen Leuten irgend so ein Märchen erzählt. Dass ich ausgewandert bin. Da musste ich eben mitspielen. Warum hat er das getan? Weil er sich geschämt hat. Der große Herr Doktor wollte nichts zu tun haben mit seiner armen kleinen Schwester. Letzte Nacht gab es einen Vorfall in der Firma Eike, dem wir nachgehen. Da sind Sie bei mir falsch. Die Firma ist mir fremd. Aber Sie können doch sagen, wann Sie gestern Abend das Haus Eike verlassen haben. So gegen 22:30. Und was haben Sie danach gemacht? Ich bin hierher gefahren, ich bin ins Bett gegangen. Was war das überhaupt für ein Vorfall? Eine Person kam ums Leben. Hören Sie, was auch immer da passiert ist, ich kenne die Firma nicht. Ich war noch nie dort. Ich bin noch nicht mal da vorbeigegangen. Es tut mir so leid, dass ich Ihnen nicht helfen kann. Warum dachten Sie eigentlich, dass Ihr Bruder Sie anzeigen wollte? Tja, das war ein Scherz. Ein Scherz? Ja. Ich bitte Sie, der hört sich anders an. Ich dachte, er hätte mich vielleicht angezeigt, weil ich wollte, dass er mir ein bisschen unter die Arme greift. Sie wollten Geld von ihm. Ist denn das zu viel verlangt? Er lässt jahrelang nichts von sich hören, er versteckt sich, verleugnet mich. Hat man noch das Recht auf ein bisschen Entschädigung. Wenn sich Ihr Bruder vor Ihnen versteckt hat? Woher wussten Sie denn, wo er wohnt? Weil ich letzte Woche einen Brief bekommen habe. Von jemand, der ihn kennt. Drescher war mit Ihrer Tochter verlobt? Ja, bis vor 2 Jahren.
war ein schrecklicher Fehler. Inwiefern? Drescher war unfähig zu jeder Art von Partnerschaft. Er hat meine Tochter gequält mit seinen Boshaftigkeiten. Er hat ihr die Freude am Leben genommen. Und sie hatte Angst vor ihm. Wer hat die Verlobung gelöst? Ich. Und ich habe dafür gesorgt, dass sie eine neue mit Thomas eingeht. Das war gut so. Sie waren glücklich. Mein Mann war glücklich, ich war glücklich. Sehr wunderbar, aber erklärt nicht, weshalb Sie hier sind. Was haben Sie denn gesucht? Aufnahmen, die Drescher von meiner Tochter gemacht hat, als sie noch zusammen waren. Klartext. Aktaufnahmen? Ja. Er hat eine Vorliebe für sowas. Und sie hat es aus Angst zugelassen. Ich wollte nicht, dass dieses Zeug in falsche Hände gerät. Woher wussten Sie, dass es diese Aufnahmen überhaupt gibt? Hat Ihre Tochter mit Ihnen darüber gesprochen? Nein, Drescher hat darüber gesprochen. Er genoss es, darüber zu reden. Ist kein bisschen schade um ihn. Die Aufnahmen müssen ja wahnsinnig gut versteckt gewesen sein. Sie lagen da auf dem Regal. Dafür kann ich nichts, das war alles schon so. Das war alles schon so? Ja. Ich habe nur die Scheibe eingeschlagen, alles andere war schon so. Glauben Sie mir nicht? Doch, doch. Das heißt aber, dass jemand anderes vor Ihnen hier in der Wohnung war. Jemand, der einen Schlüssel hatte. Hier habe ich die Post, die Jensens Schwester letzte Woche erhalten hat. Deinem Bruder geht es gut. Da lebt er Waldweg 12. Die halbe Firma gehört ihm. Und nächsten Dienstag sind alle zu Hause. Was, und die beiden Geschwister sind völlig entfremdet? Ja, sie ist ziemlich sauer auf ihren Bruder. Er hat sie verleugnet und jetzt denkt sie, sie ist zu kurz gekommen. Diese Fotos hat die jemand geschickt, der ihre Gier kitzeln wollte. Kein Absender. Moment mal. Gleicher Stift, gleiche Schrift. Sieht ganz so aus, als ob die Post von Drescher kam. Aber es würde ja heißen, dass Drescher die Anschrift von Jensens Schwester kannte. Woher? Selbst die engste Familie denkt ja, sie lebt in Australien. Telefon. Genau, Dahlberg. Dahlberg? Hannes, fällt mir schwer zu glauben, dass Drescher diese Fotos gemacht haben soll. Ich meine, so fröhlich, wie die hier in die Kamera lächeln. Diese Fotos sind ja nicht alt. Es lässt sich sicher feststellen, wer sie gemacht hat. Tun Sie das? Ja, nach dem Essen. Natürlich. Entschuldigt, die Nachricht von dem Mord kam gerade im Radio. Jetzt habe ich jemand in der Leitung, der meint, er hätte einen Hinweis. Was für einen? Er sagt, dass er den Täter kennt. Und du willst wirklich ins Büro? Ja. Das wird mir helfen. Ich weiß ja nicht mehr, wo mir der Kopf steht. Arbeit ist das beste Mittel, sich wieder in den Griff zu kriegen. Das war bei mir schon immer so. Naja, du kennst dich selbst am besten. Lilly, ich liebe dich, das weißt du. Und ich möchte dich nicht verlieren. Ich dich doch auch nicht. Christine, du sollst nicht hierher kommen. Ich weiß schon, wo ich dich finden kann. Da bin ich nicht mehr. Ich will nicht, dass du weißt, wo du mich finden kannst. Ich habe die Nachrichten gehört. Ich weiß, was passiert ist. Und ich weiß auch, wie es passiert ist. Christine, ich bleib stehen, wo du bist. Du ahnst gar nicht, wie laut ich schreien kann. Hast du Angst vor mir? Mein Leben ist zwar langweilig, aber es ist besser als gar keins. Bitte, ich schwöre dir... Du schwörst mir gar nichts. Du zahlst mir was. Heute Abend um 6 Uhr, da stehe ich wieder hier. Dann gibst du mir 100.000 in bar und dann siehst du mich nie wieder. Die Polizei wird viele Fragen stellen. Sie haben ja bereits damit begonnen. Und dabei ist mir etwas klar geworden, wie wenig wir von dir wissen. Versteh mich bitte nicht falsch.
Ich hatte deine Vorträge gehört, kannte deine Arbeiten. Fachlich warst du mir schon immer ein Begriff. Aber was weiß ich sonst von dir? Deine Eltern leben nicht mehr, deine Schwester ist in Australien, das ist alles. Es ist fast so, als hättest du nie ein Leben gehabt, außerhalb der Forschung. Es ist doch wirklich so. Ich habe immer nur an meine Arbeit gedacht, als ich euch und Lilly kennengelernt habe. Ich glaub dir ja. Aber Tatsache ist, Thomas, dass ich dich erst seit 2 Jahren persönlich kenne. Und dass ich mich heute fragen lassen muss, was ist dieser Thomas Jensen eigentlich für ein Mensch? Ich hatte mir vorher darüber noch nicht Gedanken gemacht. Aber genau genommen bist du ein Fremder bei uns im Haus. Erst gestern habe ich mit dir leben müssen, wie dir im Umgang mit Erwin die Gelassenheit gefehlt hat. Ich frage mich, ob es da Impulse gibt, denen du zu leicht nachgibst? Falls du mir was zu sagen hast, Thomas, dann am besten jetzt. Ich wüsste wirklich nicht, was ich dir zu sagen hätte. Astrid und Lilly haben einen guten Schlaf. Ich nicht. Mein Schlaf ist leicht. Verstehe nicht. Ich will damit sagen, Thomas, dass ich manchmal Dinge höre und auch sehe, die andere nicht hören und sehen. Ich verstehe wirklich nicht. Wie deutlich soll ich denn noch werden, Thomas? Ich will sagen, dass ich sehr wohl mitbekomme, ob nachts jemand unser Haus verlässt. Bitte denk noch mal darüber nach, ob du was zu sagen hast, bitte. Aber warte nicht zu lange. Sie haben ein Detektivbüro, ja? Richtig. Sie sagten mir am Telefon, dass Sie für Dr. Drescher tätig waren. Richtig. Vor 2 Monaten schrieb mich dieser Drescher an. Wollte alles über seine Arbeitskollegen wissen, über seine Freunde von früher, seine Familie und so weiter. Er hat Sie angeschrieben, das heißt, er ist nicht persönlich zu Ihnen gekommen. Ja, das kommt vor. Manche Leute sind da ein bisschen verklemmt. Auf jeden Fall hat er mir alles überwiesen, was ich wollte. Vorkasse, Spesen, habe ich mich dran gemacht. Mit welchem Ergebnis? Ja, anfangs mit gar keinem. Der Jensen war ein stiller Student, war immer bei sich, kannte nur seine Bücher und bestand jedes Examen, ein Musterschüler. Ja, so vorbildlich, also es war kaum auszuhalten. Na, ich bin dann nach Bielefeld gefahren, wo sein Elternhaus war. Aber seine Eltern leben nicht mehr, da wohnt jetzt nur noch seine Schwester. Haben Sie mit der gesprochen? Ja, war gar nicht nötig. Bin auf eine Nachbarin gestoßen. Eine von der Sorte, die alles wissen und nicht das Maul halten kann. Und so kam's raus. Wie, was kam raus? Wurde adoptiert? Ja, als er 7 war. Nach dem Tod seiner richtigen Eltern. Wer waren denn die richtigen Eltern? Sein Vater war Physiker. Angeblich ein hochbegabter Mann. Aber er hat einen Haken. Welcher? Irgendwas hat mit ihm nicht gestimmt. Und zwar hier. Sie haben sicher besseren Zugang zu seinen Akten als ich. Ich habe nur herausgefunden, dass er unter Wahnvorstellungen litt. Und eines schönen Tages hat er seine Frau umgebracht. Und dann, ein paar Wochen später in der Psychiatrie, sich selbst. Nur der Sohn blieb am Leben. Und kam dann zur Familie Jensen. Richtig. Ja, das habe ich dann alles diesem Dr. Drescher geschrieben. Und der war wohl sehr zufrieden damit. Am nächsten Tag hatte ich schon mein ganzes Honorar auf dem Konto. Das ist ja eine ganz unglaubliche Geschichte, die Sie uns da erzählen. Aber am Telefon sagten Sie auch, dass Sie Dreschers Mörder kennen. Na klar, da habe ich nur 2 und 2 zusammengezählt. Was kommt denn da bei Ihnen raus? Was glauben Sie, wie Jensens Vater seine Frau umgebracht hat? Er hat sie erdrosselt. Ja, da liegt was in der Familie, finden Sie nicht? Ich hole noch mein Gepäck, Zimmer 211. Danke. Da wartet jemand auf Sie. Hallo. Ich glaube, wir sollten noch mal miteinander reden. Ach ja? Worum geht's denn? Wollen Sie mich für dumm verkaufen? Sie waren doch nie in Australien. Wie bitte? Ihre Kleidung, Ihr Parfum, Ihre Sprache, alles riecht nach Hinterhof. Und Sie sind blass wie eine Made. Ach ja? Ja.
Und apropos Made, warum sind Sie eigentlich gestern so plötzlich bei uns angekrochen? Lassen Sie mich los! Moment. Ich hatte gerade die Polizei am Hals. Ich habe schon eine Anzeige, das macht mir alles nichts mehr. Ich will nicht, dass noch mehr über meine Familie kommt. Also, was wird hier gespielt? Warum sollte ich Ihnen das sagen? Vielleicht Ihrem Bruder zuliebe? Das habe ich mir gedacht. Dann vielleicht meiner Kreditkarte zuliebe? Das kommt nicht billig. Okay. Und die Made, die kostet extra. Soll es mir wert sein. Auf jeden Fall ist damit jetzt klar, wie Drescher an die Adresse von Jensens Schwester kam. Ja? Nee. Ich will das vor mir sehen. Was? Den Bericht, den dieser Detektiv an Drescher geschrieben hat. Er muss ja noch in der Wohnung sein. Spurensicherung ist gerade. Da fahren Sie da bitte hin und suchen Sie danach. Und wahrscheinlich jetzt gleich. Ja. Soll keiner sagen, dass ich mein Gehalt umsonst kriege. Ja, Hane. Ja, also erstmal Kleinkram. Wir wissen jetzt, wer die Fotos gemacht hat, die an Jensens Schwester verschickt wurden. Die Aufnahmen stammen alle von einer Foto-CD, die zum Firmenjubiläum an die Mitarbeiter verteilt wurde. Was soll das heißen? Die Fotos sind allgemein zugänglich? Richtig. Der Absender musste sie nur von dieser CD runterziehen. Sie sprachen von Kleinkram. Gibt's auch was Größeres? Ja, ich habe eine vorläufige Festnahme ausgesprochen. Dann weiß also doch. Ja. Sag jetzt kein Wort. Der Anwalt ist unterwegs. Ein Anwalt kann mir auch nur beim Lügen helfen. An der Wahrheit ändert das nichts. Was Sie mir erzählt haben, das bleibt unter uns, ja? Und von Ihnen will ich nichts mehr sehen oder hören. Haben wir uns verstanden? Ich bin in Australien, das weiß doch jeder. Ja, genau. Oh, kleinen Moment. Ja? Lilly, beruhig dich doch. Was? Ja. Lilly! Jetzt red doch langsamer. Ja. Und dann? Okay, ja, Lilly, ich komme gleich, ja? Ich bin gleich bei dir. Was Wichtiges? Allerdings. Unser Geschäft hat sich erledigt. Sie werden sich sehr wundern, wenn Sie das gleich wieder zurück überweisen können. Aber dafür sind Banken ja da, nicht wahr? Leben Sie wohl. Obwohl, auf das Wohl können wir eigentlich verzichten. Es reicht ja, dass Sie leben. Ich will reden. Gut. Was haben Sie gestern nach 22.30 Uhr gemacht? Ich weiß es nicht. Sie wissen es nicht. Dann macht es wenig Sinn zu reden. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Aber ich weiß, was ich getan haben muss. Ich muss die Vorhangschnur aus dem Wohnzimmer geholt haben. Ich muss in die Firma gefahren sein und Erwin umgebracht haben. Ich habe seine Schlüssel genommen und die Wohnung verwüstet. Aber Sie können sich ja nichts davon erinnern. Ich weiß nur, dass ich gestern Streit mit Drescher hatte. Und dass meine Stiefschwester plötzlich da war und Geld von mir wollte. Ich weiß, dass ich mit den Nerven völlig am Ende war. Und dann weiß ich nichts mehr. Ich erinnere mich nur noch, dass ich furchtbar schlecht geschlafen habe, wenn überhaupt. Ich hatte nicht das Gefühl zu schlafen. Ich hatte das Gefühl zu laufen, wie durch dichten Nebel. Ich konnte gar nichts mehr sehen. Ich hatte schreckliche Angst, wie noch nie in meinem Leben. Und dann weiß ich einfach nichts mehr. Und heute Morgen lag ich in meinem Bett und hatte diese Schnur in der Hand. Und dann haben Sie diese Schnur aus dem Fenster geworfen. Ja. Ja, aber warum? Ja, warum, warum? Ich weiß es doch nicht. Ich weiß gar nichts mehr. Mein ganzes Denken funktioniert nicht mehr. Psychiatrische Hilfe, bitte. Und zwar so schnell wie möglich. Und ich will, dass er sie bekommt. Du brauchst mir nicht helfen. Ich weiß, wie sehr ich dich enttäuscht habe. Thomas. Wenn ich dir alles erzählt hätte, meine ganze Familiengeschichte, hättest du mich dann Lilly heiraten lassen? Sei ehrlich. Na also. Hier spricht Erwin Drescher, ich bin nicht zu Hause. Wenn Sie etwas zu sagen haben, dann tun Sie es. Und zwar schnell. Hallo, Dr. Drescher. Erika Schech hier. Ich bin wieder im Lande, lassen Sie von sich hören.
gibt noch ein paar Details, die mich stören, Hane. Beschriftung auf den Fotos hier. Grüner Filzstift und dieselbe Art zu schreiben. Das ist bislang der einzige Hinweis, dass Drescher diese Fotos gemacht hat. Das ist mir zu wenig. Und ich möchte wissen, wo der Bericht von diesem Detektiv abgeblieben ist. Das fällt mir ein. Ich habe noch eine Frage an den. Falls Dr. Drescher wirklich diese Fotos gemacht hat, dann wollte er mit voller Absicht, dass Christine Jensen gestern Abend im Haus war. Sie meinen, da steckt ein Plan dahinter? Natürlich. Da fragen Sie mich bitte nicht, welcher. Ich habe Dreschers Wohnung durchsucht. Der Bericht von dem Detektiv ist nirgends zu finden. Ist auch so ein Detail, das mich stört. Dafür gibt's was anderes. Als ich da war, kam ein Anruf von einer Frau namens Erika Schech. Sie leitet die europäische Niederlassung eines Instituts für medizinische Forschung. Sie sind genauso ausgerichtet wie die Firma Eike. Ja, und? Was wollte sie? Sie sprach nur aufs Band. Sagte, lassen Sie von sich hören. Soll ich stattdessen mal von mir hören lassen? Ja? Ja, Herr Umbach, Siska. Sie erinnern sich? Ja. Ich habe noch eine Frage. Der Briefverkehr mit Dr. Drescher, über welche Adresse lief der denn? Es lief über die Firmenadresse an Firma Eike zu Händen Dr. Drescher. Also nicht über seine Privatadresse? Nee, die kenne ich überhaupt nicht. Das wollte ich wissen. Danke. Wiederhören. Und jetzt? Erkläre ich die Ermittlungen für abgeschlossen. Hä? Ich habe nicht gesagt, ich betrachte ihn als abgeschlossen. Ich erkläre ihn für abgeschlossen. Wir fahren zu den Eikes. Abgeschlossen. So schnell. Aber Sie haben ja noch nicht mal ein richtiges Geständnis. Die Indizien sprechen für sich. Finden Sie nicht? Thomas ist ein Mörder? Aber Kind, er wusste ja nicht, was er tat. Ein geisteskranker Mörder. Was für ein Trost, danke. Ich meine, es macht schon Sinn, dass er es gewesen sein muss. Ich meine, in Anbetracht dieser schrecklichen Vorgeschichte. Es ist unverzeihlich, dass er uns kein Wort darüber gesagt hat. Ich meine, über seine erbliche Belastung. Wir haben Tür an Tür mit ihm geschlafen. Gott sei Dank ist nicht noch Schlimmeres passiert. Ja, schön, dass du wieder nur die guten Seiten siehst. Ich habe nie was von einer Krankheit bemerkt. Und wie kann es sein, dass sie plötzlich über Nacht ausgebrochen ist? Der Psychologe findet es erklärbar. Ihr Mann hatte gestern Streit in der Firma, unmittelbar danach die Wiederbegegnung mit seiner Schwester, die ihn erpressen wollte. Er war mit seinen Nerven am Ende und hat die Lage einfach seelisch nicht mehr bewältigt. Frau Schech, ich habe nur ein paar kurze Fragen. Zu welchem Thema? Dr. Erwin Drescher. Sie kennen ihn gut? Komm, er ist mir fachlich ein Begriff. Wir schreiben uns hin und wieder, geschäftlich. Ansonsten kenne ich ihn nicht. Sie haben ihn vor 3 Stunden angerufen. Sie kommen von einer Reise zurück und der erste Mensch, den Sie anrufen, den kennen Sie kaum. Finden Sie das nicht irgendwie erklärenswert? Ich habe Anwälte, die gern zeigen, dass sie ihr Geld wert sind. Und ich finde es unhöflich, meine Fußpflegerin warten zu lassen. Eine Frage habe ich aber noch. Für die braucht man garantiert keine Anwälte. Haben Sie heute schon die Nachrichten gehört? Natürlich, ich war doch nicht auf dem Mond. Und war da keine dabei, die Ihnen zu denken gab? Was meinen Sie? Den Ölpreis, die Märkte in China, die Wahlen in Kolumbien. Den Mord in der Langenfelder Straße 205. Oh, das war wohl nicht so international, was? Wer wurde ermordet? Auskunft gegen Auskunft? Ja, ja. Wer wurde ermordet? Dr. Drescher. Das trifft sich jetzt aber gar nicht gut. Warum? Er ist in 14 Tagen hier antreten sollen. Ach, Sie haben ihn heimlich abgeworben? Es war sein Vorschlag. Ich wäre dumm gewesen, nicht darauf einzugehen. Das heißt, er hätte das Projekt bei Eike im Stich gelassen? Ich bitte Sie. Er hatte das Projekt natürlich schon abgeschlossen. Und er hätte es mitgebracht. Thank you.
Herr Eike, kann ich das bitte mal sehen? Nein! Wir müssen nicht leise sein, nicht wahr? Ihre Frau und Ihre Tochter schlafen fest. Ja! Sie haben Ihnen wieder ein Schlafmittel in den Wein getan, wie gestern Abend. Sie haben gerne alles fest im Griff. Richtig. In der Firma, in der Familie. Sie haben dafür gesorgt, dass Drescher gestern Abend in seinem Büro war. Und Sie haben dafür gesorgt, dass Christine Jensen gestern Abend hier war. Und Sie haben dafür gesorgt, dass Ihr Schwiegersohn am Ende seiner Nerven war. Das alles gehörte zu Ihrem Plan, ihn als Täter hinzustellen. Eine SMS von Thalberg. Drescher wollte die Firma verlassen und zur Konkurrenz wechseln. Das erklärt den Rest. Jetzt kann ich es aber haben, ne? Detektiv Umbach. Der Bericht des Detektivs über Thomas Jensen. Sie wussten längst Bescheid über seine Familiengeschichte. Ich spürte, dass er uns was verschwieg. Wollte wissen, was. Aber diesen Detektiv haben Sie natürlich nicht unter eigenem Namen engagiert, sondern eben unter dem Namen Drescher. Es war ja ein leichtes für Sie, seine Post in der Firma abzufangen. Und hier die Daten des fertigen Projekts. Das war es, was Sie gestern Abend in der Wohnung von Drescher gesucht haben. Dieser Miskerl hatte das Projekt heimlich beendet und wollte damit überlaufen. Zum Glück las ich regelmäßig seine Post. Und in ein paar Monaten hätten Sie das hier aus der Tasche gezogen und die Zukunft Ihrer Firma wäre gesichert gewesen. Narconid, ein Betäubungsmittel. Bewirkt bei Überdosis Wahnvorstellungen und Angstzustände. Da haben Sie gestern Abend aber kräftig gemischt. Ein Schlafmittel für die Frau, ein Schlafmittel für die Tochter und eine Droge für den Schwiegersohn. Der hat sein Bett nie verlassen, das wollten Sie ihm nur glauben machen. Aber nicht er, sondern Sie haben Dr. Drescher ermordet. Ich nehme Sie vorläufig fest wegen Verdachts des Mordes an Dr. Drescher.